So, bin zurück. Und jetzt darfst du aufs Klo, mein kleiner Freund. Ja, meine virtuelle Blase ist auch voll. So, was haben wir denn hier? Aber schön, dass die Musik hier spielt. Gut, da kann ich nicht rein. Da auch nicht. Ist im Müll was? Hier ist nur Abfall. Wäre schön als kleiner Gag. Hier haben wir eines unserer Spielzeuge. Sehr schön, ich weiß noch nicht, was es anzeigt. Wird das aus echten Waschbären gemacht? Hier haben wir das Fahrrad, das dreht sich natürlich, wenn wir es verbrennen. Muss ja auch gut funktionieren und hier haben wir den Roboter. Oh, gleich zum Chef kommen wir sogar. Sehr gut. Oh, willkommen. Oh, es sieht so kalt draußen aus. Bist du? Oh ja, ich bin Miss Nancy. Willkommen. Hattest du Spaß? Du hast es erfunden? Oh ja! Ja, ich habe diese Firma aufgebaut. Ich hoffe, Little Inferno hat dich gemütlich und wollig warm gehalten. Naja, bis eben mein ganzes Haus abgefackelt ist. Ja, Tomorrow Corporation bedauert mögliche Unannehmlichkeiten. Du siehst aus, als könntest du eine Umarmung verdrängen. Nein, bitte nicht. Ich habe den Gutschein verbrannt. Oh, erinnerst du dich? Ich habe dir... Ja, genau den habe ich verbrannt, sofort. Vor langer Zeit hast du ihn mitgebracht? Ja, ich habe den verbrannt. Wie oft denn noch? Oh je, du hast ihn verbrannt. Ich hoffe, er hat dich warm gehalten. Wie lange schneit es schon? Oh, es schneit, solange ich zurückdenken kann. Und es wird kälter. Ist das eigentlich der Ballonfahrer da oben? Jeder Tag ist kälter als der vorherige. Das kann nicht für immer so weitergehen. Oh, aber es ist wunderschön, oder etwa nicht? Was? Was kann nicht für immer andauern? Kannst du das da unten sehen? Schau, so weit du kannst. Alles, was du siehst, die ganze Stadt, sie verlangsamt sich. Und dann, eines Tages, wird sie stoppen. Eingefroren. Wie ein Familienfoto. Wahnsinn, du bist furchterregend. Ich bin froh, dass wir Freunde sind. Oh, es ist niemandes Schuld. Wir können nicht das Wetter kontrollieren. Wenn alles gefriert, warum gehen nicht alle fort? Ganz einfach. Du hast dein Haus niedergebrannt und du bist gegangen. Wohin wirst du als nächstes gehen? Du kannst gehen, wohin auch immer du willst. Aber du kannst nicht zurückgehen und du kannst nicht mit mir kommen. Du gehst auch? Oh ja, ich habe gerade fertig gepackt. Du bist gerade noch rechtzeitig gekommen. Ich war zu lange hier und ich werde nicht jünger, obwohl ich absolut fantastisch für mein Alter aussehe. Es gab so viele Dinge, die ich machen wollte. Wo ist all die Zeit geblieben? Oh, es ist einfach zu vergessen. Ich erinnere mich, wie ich eine Astronautin werden wollte und den Kosmos erforschen wollte und eine Symphonie komponieren wollte. Und zum Grund des Ozeans tauchen wollte. Und verlorene Städte entdecken wollte. Und deswegen hast du diese Firma gegründet, damit ich all deine Träume verbrenne? Weil das sind alles Items, die ich verbrannt habe. Und neue Städte bauen wollte. Und ein Model werden wollte. Aber bevor du dich versiehst... Oh... Hey, das ist eine gute Frage. Wenn ihr aber nicht vorher raus, wirst du auch dein Haus niederbrennen. Oh, was soll man machen, wenn man schon alles hat, was man sich je erträumt hat? Ich weiß nicht, was soll man machen, wenn man schon alles hat, was man sich je erträumt hat? Größer träumen! Okay, danke, dass du vorbeigeschaut hast.
Oh, es war mir ein Vergnügen. Es ist Zeit. Es ist Zeit. Wenn du das Ding abfackeln willst, will ich vorher gehen, gell? Winke, winke. Ich nehme an, der Antrieb läuft auch mit Little Inferno Entertainment Fireplace, gell? Was ist aus diesem Spiel geworden? Ich dachte, wir verbrennen Sachen hier nur. Wie konnte ich den Kram vergessen? Okay, da ist nichts mehr. Alter, sieht das komisch aus. Ich dachte an irgendein Komplott, dass irgendeine militärische Firma oder so schuld dran wäre. Und tatsächlich uns zwingt, alles zu verbrennen, damit wir die Kälte verursachen, statt dagegen anzukämpfen. Und tatsächlich ist es irgendein Psycho-Oma nur. Ja, dann gehen wir. Ich kann ja jetzt überall hingehen. Die Augen sich ändern. Gehen wir. Ich weiß zwar nicht, wohin, aber gehen wir. Zurück kann ich ja nicht mehr. Kann ich mit dir nochmal reden? Ja, danke für deinen Besuch bei Tomorrow Corporation. Vergiss nicht, die Zukunft ist Tomorrow. Okay. Nur den gleichen blöden Spruch. Kann ich mit dir nochmal quatschen? Willkommen zu... Oh, wie kann ich behilflich sein? Ja, nochmal rein will ich eigentlich nicht, egal. Hast du jemals versucht, diesen Weg zu gehen? Den Weg dort drüben, wohin meine Finger zeigen? Nach rechts? Es stellt sich heraus, da draußen ist eine ganze Welt. Auf einmal wird es so ein Open-World-Adventure jetzt. Ja, also so falsch liege ich jetzt nicht. Okay, dann gehe ich mal spazieren. Hey ho und let's go mit Little Inferno Adventure. Keine Ahnung wohin. Ist das so ein Guck-Dingsbums? Kann ich nicht benutzen. Mein Geld ist ja verbrannt. Du willst dich jetzt aber nicht von der Klippe stürzen oder sowas Dummes, gell? Gut. Oder? Okay. Ey, der Typ! Der war immer cool, der hat uns immer auf dem Laufenden gehalten. Wichtige Wettermeldung! Ein klarer Horizont! So weit das Auge reicht! Bist du bereit aufzubrechen? Ja. Wuhu! Los geht's! Schließ einfach deine Augen! Gehe vorwärts und glaube! Wirklich? Ich gehe einfach über die Kante dieses großen, gefährlichen Felsens und glaube? Ja gut, ab geht's. Wow! Hallo, Kind! War nur ein Witz. Dort unten sind überall scharfe Steine und Haie. Und puh, das ist ein langer Fall. Ich kann dich mitnehmen, weit, weit, weit weg aus dieser Stadt. Dann bist du aber auf dich allein gestellt. Du kannst so weit weggehen, wie du willst. Aber wenn du gehst, wirst du dafür zahlen müssen. Und du kannst niemals zurück. Bist du dir sicher, dass du bereit bist? Ja, wie oft denn noch? Was soll ich noch hier? Mein Haus ist weg. Wichtige Wettermeldung! Die Sonne ist so groß, man kann sie beinahe anfassen. Das ist der Beginn von etwas Großartigem. Meldung vom Wetterballon. Über den Rauchwolken. Über der Stadt. Gute Nacht.
Und das? Doch keine Open World. Das war's mit Little Inferno. Wohin wir fliegen, kein Plan. Zur Sonne will der jetzt abgehen, oder was? Vor allem, warum hat sich jetzt gelegt? Die Story habe ich jetzt nicht ganz kapiert. Also gut, sagen wir mal, hinter dem Little Inferno Fireplace steckt keine größere Gedanke, sondern einfach nur, ja. Eine komische Alte. Sie meinte, irgendwann friert die Stadt ein. Der Wetterballonmann meint, allerdings die Sonne geht endlich mal auf, es wird wärmer. Das heißt, es müsste ja die Stadt eigentlich auftauen. Bitte, gerne. Also irgendwie komisch. Und das scheint es tatsächlich gewesen zu sein. Mit Little Inferno. Hey, kommen wir auch schnell zum Fazit. So viel gibt es ja nicht zu berichten. Hier haben wir übrigens unser fertigen Spielstand mit der schönen Sonne. 5 Stunden, Alter. Läuft. Toll, aber das Geld habe ich wie vorher. Na gut, verbrennen wir noch ein paar Sachen zum Spaß. Ja, also Soundtrack, gut, es gibt nur, denke ich, 2, 3 bestimmt Lieder. Die restlichen bekomme ich ja nicht so mit. Aber es geht eher um die Sounds von den ganzen Dingern, weil jedes Ding macht ja irgendein Geräusch, selbst wenn es nur dezent ist. Hier zum Beispiel die coole Sängerin mit dem Lautsprecher kann ich kombinieren. Hört sich bestimmt auch ganz interessant an. Was will ich noch? Was habe ich gekauft? Ah ja, ich wollte noch Dingsbums. Mittlerweile konnten wir uns übrigens selber sehen. Also ich brauche diese blöde Kamera nicht mehr, um ein Foto von uns zu schießen. Wir können jetzt... Oder wir wissen jetzt endlich, wie es uns geht. So, Heuschrecken will ich natürlich auch. Luftballon. Gut, Grafik ist natürlich der einfache Comic-Stil hier gehalten. Aber definitiv perfekt passend eigentlich. So, wo ist eigentlich... Da. Definitiv passend auf jeden Fall. Und ich war mal wieder zu aufgeregt. So, süßes Hund, kommst du hier? Du machst Party gleich. Ja, aber wie gesagt, perfekt passend. Ich denke, die halten auch alles in diesem Grafikstil. Die haben ja auch Ding zum Beispiel. Okay, hält nicht so gut. Nein, das wollte ich nicht. Nein! Oh, ah, Mann! Oh! Toll. Die haben ja zum Beispiel noch, wie heißt das andere Spiel von denen? Das mit der Programmierung. Ist auch lustig, dass man daraus ein Spiel macht. So. Okay. Ich dachte, der Ballon explodiert so. Das Schild will ich auch haben. Habe ich das schon gekauft? Das will ich auch. Und den Mond will ich auch noch haben. Genau, wie gesagt, also Grafikstil behalten sie immer denselben bei. Ist auch ganz interessant, damit man die Spiele wiedererkennt. Spielspaß, wie gesagt, ist halt ein lockeres Spiel, einfach nur Sachen verbrennen. Ich dachte, es ist tatsächlich kürzer. Ich wusste nicht, dass wir tatsächlich 5 Stunden verbringen. Ist ja fast schon, ja, eigentlich genauso lang wie ein vollwertiges Spiel. So. Aber ja, wie gesagt, ganz interessant. Die Kombinationen, wenn man sich tatsächlich die Zeit nimmt, kann man auch alle herausfinden, manuell. Und nicht einfach so nachgucken, wie ich es gemacht habe. Es gibt auch dafür kein Achievement oder so. Also falls jemand irgendwie... Es gibt ja die Achievement-Jäger, die tatsächlich nur die Achievements haben wollen. Nicht mal die brauchen die Kombination, beziehungsweise das ganze Spiel dann logischerweise nicht zu spielen. Nur für die Achievements, weil es keine gibt.
Eigentlich wäre es cooler, ich auf dem Kopf zu haben. Und es hält sogar, okay. Ups. Was ist denn kaputt gegangen? Bestimmt die Ballons sind hochgeflogen, gell? Guck mal wieder runter. So. Ihr seht schon, ich bin abgelenkt. Also es macht definitiv Spaß, Sachen zu verbrennen. Und hab. Vor allem, weil die Items ja auch verschiedene Wirkungen haben. Neben den Sachen, die tatsächlich auch lebendig werden, wie die Puppe. Oder der Lautsprecher, der tatsächlich abgeht. Zum Beispiel das Schild, das einfach einen Zug auslöst oder sonst irgendetwas. Ist auf jeden Fall ganz interesting. So, das ist der Mond. Fabrik. So. Jetzt interessiert mich, wie wirkt sich das aus? Okay, auf dem Ballon wirkt es sich irgendwie komisch aus. Keine Ahnung warum. Toll, jetzt hast du mir alles umgeschmissen. Da gebe ich mir so viel Mühe und dann sowas. Jetzt in Kombination mit dem Mond. Ne, ich denke, der Mond ist tatsächlich stärker. Er hat die größere Wirkung. Die Dinger können nicht angezogen werden. Von dem Mond. Aber machen sie auch nicht gerade besser. Komm, nehmen wir noch irgendetwas. Nehmen wir hier die Katze, die war so oft drin, warum nicht? Und die kackt auch so viel, dass das Feuer sich bestimmt gut ausbreitet. Dann würde ich sagen, war's das auch? Mit Little Inferno Entertainment Fireplace! Yeah! Und wir sehen uns hoffentlich in den nächsten Let's Plays wieder. Abonnieren, damit auch weitere Spiele von Tomorrow Corporation werde ich mir definitiv ansehen. Wie gesagt, dieses Programmierspiel und ich denke noch eins haben sie, werde ich mir definitiv ansehen. Ja, für alle anderen Let's Plays gibt es wie immer in der Beschreibung die Übersicht unter alle Let's Plays. Daumen hoch, damit ich weiß, dass es euch gefällt. Und damit, keine Sorge, heute ist nicht alle Tage. Ich zock irgendwann wieder. Bestimmt. Keine Frage. Bis dahin. Ciao.